Hallo meine lieben Krypto-Freunde und willkommen auf meinem Kanal Kryptolani. Heute geht's um Bonk und dessen Meme-Coin-Hype auf der Solana-Blockchain. Wie ich zu der Sache stehe, ob ich investiere und was der Markt dazu zu sagen hat. Das alles kurz nach dem Intro. Und nicht vergessen, Abo, Like klicken und dann Freunde schicken. Vorher aber kurz zu Solana. Die Chain hat in der jüngsten Vergangenheit ordentlich unter den FTX-Debakel zu leiden und verlor in kürzester Zeit zwei Drittel ihres Wertes. Bis knapp vor Silvester war dieser Abwärtstrend intakt, als dann Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, die größter Konkurrent für Solana ist, für die Chain eine hervorragende Zukunft prognostiziert hat, da diese endlich durch die toxischen Anteilseigner befreit wurde. Siehe dazu auch mein Video zur aktuellen Solana Rallye oben rechts verlinkt. Der Kurs von Solana stieg darauf stark an. Und wer an die Chain weiter glaubt und auch daran, dass Solana von der Community, vergleichbar wie auch einst GameStop, aufgefangen wird, der könnte natürlich auch in dessen Ökosystem investieren. Und jetzt kommt Bonk. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um durch die ermutigenden Worte neues Leben in die Chain und auch Kohle in die Memecoin zu pumpen. Wenn man den Kryptomarkt kennt, dann weiß man, dass eine Menge von Teilnehmern immer auf Action aus ist. Und da bietet es sich an, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben und den unerfahrenen Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gerade auch, wenn aktuell Langeweile herrscht. Die Tokenomics sind mir in diesem Fall eigentlich egal. Hier sind Fakten nebensächlich und der Kurs emotional getrieben. Mit einer Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich ist der Token bereits eine Hausnummer. Beeindruckend für ein Luftschloss. Ähnliche Bewertung hatte auch ein anderer Meme-Coin namens Tamagotchi vor kurzem schnell erreicht. Ich war ausnahmsweise früh dabei und habe damals sogar kurz vor dem Hype investiert und dann ein paar Tage später auch gute Gewinne mitnehmen können. Dieses Anlageverhalten gehört bei mir aber nicht zur Regel und war eher eine Ausnahme für ein wenig Nervenkitzel. Mehr dazu gerne in einem meiner ersten Videos, nur in mieser Soundqualität, sorry dafür, oben rechts verlinkt. Die Situation war damals eine ähnliche, nur eben nicht noch zusätzlich von der Chain getragen, was bei Bonk auch schnell nach hinten losgehen kann, wenn Solana wieder schwächelt. Einige werden vielleicht sagen, das wird der nächste Dogecoin oder Shiba Inu. Möglich ist alles. Aber im Fall von Doge hatte diese eine lange Vorgeschichte mit vielen Hochs und Tiefs, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht. Und Shiba, auch schon 2,5 Jahre am Start, konnte den extremen Bullenmarkt 2021 mitnehmen und stark davon profitieren. Was haben wir jetzt für eine Situation? Ein Markt, bei dem viele Projekte ums Überleben kämpfen und viele kreative Ideen geboren werden, um das Market Cap weiter zu verwässern und Geld zu mobilisieren. Wer meine vergangenen Videos gesehen hat, der kann sich schon denken, welche Projekte da prädestiniert sind. Starke Unternehmen müssen sich erst einmal etablieren und man selbst sollte diese beobachten, auch über Monate hinweg, dessen Social Media Kanäle verfolgen oder auch mal Fragen ans Team stellen, ob da überhaupt jemand zu Hause ist. Und wenn sich ein nachvollziehbarer Use Case wie bedingt bei Doge oder Shiba rauskristallisiert und dieser einen langfristig überzeugt, dann könnte auch dieser Token zum nächsten Bullrun interessant sein. Doge und Shiba waren aber auch unter den Tausenden von Memecoins eher die Ausnahme und die Quote aller Memecoins erscheint hier nüchtern betrachtet eher schlecht. Für mich heißt es erst einmal Füße stillhalten, FOMO unterdrücken und vom Spielfeldrand zuschauen und den Coin vielleicht im Hinterkopf behalten. Wenn der dann zukünftig noch existiert und bis dahin den für mich schon sicheren starken Abwärtstrend hinter sich gelassen hat und wieder mehr billiges Geld im Markt ist, könnte man eine kleine Wette eingehen. Das ist natürlich nur meine Meinung und soll euch die Entscheidung nicht abnehmen. Vielleicht war das nicht das, was ihr hören wolltet, aber der Bärenmarkt ist real. Und wenn sich jetzt ein Zockerprojekt ohne Mehrwert in Szene setzen will, dann kann ich nur von solch hochspekulativen und risikohaften Token abraten. Ich mag falsch liegen und Doge Daddy Elon führt Bonk nächste Woche Gassi. Dann sieht das natürlich schnell ganz anders aus. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Sowas kann man nie wissen und die Zukunft lässt sich nicht voraussagen. Wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, um die richtigen Entscheidungen zu erahnen, um so mehr Erfahrung in diesem Bereich sammeln zu können, um dann die richtigen Hinweise zu erkennen und nicht durch emotionales Hype-Gequatsche kurzfristig und ohne Verstand zu handeln, weil man im FOMO gerät oder sich in einen Coin verliebt hat. Wer jetzt noch in den Token investieren will, der sollte auch von der Chain selbst überzeugt sein. Mit dem Wissen, dass viele Entwickler diese gerade verlassen und bereits die beiden größten NFT-Kollektionen auf Polygon und Ethereum gewechselt sind.
Profitieren werden diejenigen, die bereits vor allen anderen in den Token investiert haben. Und nicht erst diejenigen, die anlegen, wenn bereits die ganze Kryptowelt davon spricht. Vielleicht kommen noch mehr Käufer, die die Nachfrage antreiben. Aber ist das realistisch? Oder eher, dass diejenigen Bonk abstoßen, die bereits vierstellige Rendite vorzuweisen haben? Ich mag mich irren, aber ich halte im Bärenmarkt nichts von Wackelkandidaten und setze eher auf meine Top 3 Coins. Aber was haltet ihr schlussendlich von Solana oder dessen jungen Welpen Bonk? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch natürlich trotzdem alles Gute und ein schönes Wochenende. Und nicht vergessen, Abo, Like klicken und an Freunde schicken. Bis bald und see you later, Investigator. Falls euch noch andere Videos von mir interessieren, gerne rechts und links oder ab durch die Mitte zu meinem Kanal. Würde mich freuen, euch dort wieder begrüßen zu dürfen.